Sie war der Stabilitätsfaktor der deutsch-französischen Beziehungen. In 16 Regierungsjahren hat Angela Merkel 4 französische Präsidenten kennengelernt. Für diese Partnerschaft muss jetzt ein neues Gleichgewicht gefunden werden. Der Wechsel sollte jedoch nicht an den Beziehungsgrundlagen zwischen Paris und Berlin rütteln. Es wird unweigerlich zu einem Wechsel der Personen kommen. Und Persönlichkeiten spielen in den deutsch-französischen Beziehungen eine Rolle. Aber abgesehen davon wird das deutsch-französische Verhältnis meiner Meinung nach wichtig bleiben. Es bleibt ein wesentliches Element und Fundament des europäischen Projekts. Die Bildung des neuen Paares ist abhängig von den Wahlausgängen. Die Verhandlungen zur Bildung einer neuen Regierungskoalition in Deutschland könnten mehrere Wochen oder sogar Monate dauern. Diese Zeit könnte dem französischen Präsidenten guttun, aber nur kurzfristig. Betrachtet man es aus Sicht von Emmanuel Macron, ist es natürlich sein Ziel, im Mai wiedergewählt zu werden. Das versetzt Emmanuel Macron in die Position des Erfahrenen, verglichen mit dem deutschen Bundeskanzler oder der Bundeskanzlerin, was wahrscheinlich im Winter feststeht. Für Frankreich gibt es also vielleicht keine überlegene, aber eine erfahrene Position in europäischen Fragen, zumal Frankreich von Januar bis Juni die EU-Ratspräsidentschaft innehaben wird. Der Erfolg eines deutsch-französischen Paares lässt sich jedoch nicht an seinen politischen Farben ablesen. Es ist vor allem eine Frage des politischen Willens. Wenn man sich die Geschichte der deutsch-französischen Partnerschaft ansieht, ist eine politische Ausrichtung nicht notwendig. Es gab schon immer eine Kultur des Dialogs und so ist es diese persönliche Frage, die es uns ermöglicht, die politischen, institutionellen und kulturellen Unterschiede zwischen den beiden Ländern zu überwinden. Angesichts von Herausforderungen wie dem Aufstieg Chinas, der Neugestaltung der transatlantischen Beziehungen oder der Haltung gegenüber Russland müssen Paris und Berlin sehr schnell zusammenarbeiten. Das deutsch-französische Paar muss weiterhin gut zusammenarbeiten. Und wenn ich den verschiedenen Kanzlerkandidaten in Berlin zuhöre, betonen sie alle die Bedeutung der deutsch-französischen Beziehungen. C'est que tous soulignent l'importance du couple franco-allemand. Das nächste deutsch-französische Paar wird vor allem seine 25 EU-Partner gemeinsam überzeugen müssen, um das europäische Projekt voranzubringen.